Konnichiwa, meine Freunde, schön, dass ihr da seid. Ich habe hier den Sven von Comics Art. Schön, dass du da bist. Hallo. Und warum stehe ich denn hier von lauter Figuren und von Mangas? Ja, weil wir hier in Bayreuth sind, im Rotmain Center. Und hier hat der neue Laden aufgemacht, und zwar der Comics Art. Und darüber darfst du jetzt, wenn du möchtest, gerne erzählen, was gibt's denn hier für. Vorneweg vielleicht, wir sind relativ neu, uns gibt es jetzt einen Monat. Nichtsdestotrotz, der Comics Art an sich, wir haben über 23 Jahre Erfahrung. Wir haben schon einen Laden in Bamberg, streben jetzt langsam die Weltherrschaft an. Und das in Form von, wie man im Hintergrund schon sieht, von Mangas, Animes, Figuren, Merchandise aller Art, Shirts und auch Essen. Mir wurde das hier zum Beispiel vorgeschlagen. Erklär nochmal, was ist das genau? Oh, das falsch rum. So rum. Das sind grandiose Fischsticks in Panade. Und ja, gehen gut weg. Ist ein Erlebnis, sie zu essen, sagen wir es so. An sich werdet ihr ja nicht nur Anime, also wie ich das jetzt hier so sehe, ist ja nicht nur Anime oder Manga hier der Fall, dass es das gibt, sondern ihr bedient ja auch Comics und was noch? Ja, wir sind da sehr breit aufgestellt. Also es fängt bei den Comics an im US-Bereich, Marvel, DC, die klassischen Sachen. Auch Vertigo Verlag zum Beispiel, geht im Franco-Belgischen weiter. Asterix ist natürlich ein Klassiker zum Beispiel, Lucky Luke. Wir haben alles da eigentlich, was das Nerdherz begehrt, auch Spiele, Bücher natürlich, also Romane und ähnliches. Und selbst Sachen, die wir nicht da haben, wir sind da sehr, sehr flexibel, können das allermeiste auch über Nacht oder innerhalb kürzester Zeiträume bestellen. Also lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen, würde ich sagen. Oh Gott, den gibt's ja auch in Pink, gibt's hier auch. Schön flauschig. Oh, ja. Auch in allen möglichen Farben, wir haben da auch einen ziemlichen Durchlauf, also da kommen auch wieder neue dazu und ja, also immer frischer Wind eigentlich im Laden. Würde ich sagen. Ich habe gesehen, ihr habt doch Yu-Gi-Oh! Da, also auch im Trading Card Bereich, Yu-Gi-Oh! Magic, ja auch Pokémon noch, auch wenn es nicht mehr das, naja, das ist immer der Kommen und Gehen schlechthin ist, aber wir sind eigentlich für jeden offen. Und wie gesagt, wenn da auch irgendwelche Wünsche da sind zu anderen Trading Card Games oder ähnliches, wir sind auch momentan dran. Ich hoffe, es geht demnächst los, auch mit regelmäßigen Magic-Turnieren am Anfang. Das ist der Anfang. Das geht dann mit Yu-Gi-Oh! Weiter im Pokémon-Bereich. Haben jetzt auch schon einige Leute, die sich für Dungeons & Dragons beispielsweise interessieren. Absoluter Klassiker. Wird ein Stück dauern dann, dann hockt man wahrscheinlich ein Stück, denke ich, aber okay. Klar, also es braucht immer ein bisschen Vorbereitung, das muss ja alles rechtlich auch abgeklärt werden und so weiter. Aber wir sind dran, überhaupt was Aktionen angeht, im November, wir haben einen kleinen Signiermarathon. Also zum einen kommt Ralf König zu uns, das ist für absolute Klassiker, der bewegte Mann, das größte Werk sicherlich. Dann kommt Melanie Schober zu uns, das ist für die Manga-Anime-Fans sicherlich auch wieder ein Renner. Und auch für Disney und Donald Duck-Fans haben wir gesorgt. Alles im November. Dann verlinke ich unten auch gleich die Facebook-Seite, damit ihr gleich die Events sehen könnt. Könnt ihr liken und dann schaut ihr mal vorbei. Vielleicht sehen wir uns dann. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank. Und ja, jetzt gibt es noch eine kleine Montage. Danke, dass du da warst. Und bis bald. Sayonara. Ciao.